13, das sind also ganz, ganz, ganz wenige Sekunden, die dazwischen sind. Okay, ihr dürft euch auch hinterher umarmen. Auf Platz 2 Yellow Submarine und auf Platz 1 Better with Train. Euch umarmen, euch Glück wünschen. Das dürft ihr endlich mal. Wir sind 1000 Jahre alt zusammen, also wirklich ein sehr hohes Durchschnittsalter und vor allen Dingen für mich und für jeden anderen, der Drachenboot fährt. Ich bin ja nur auch schon einer der Älteren, naja, ein Ansporn weiterzumachen, würde ich sagen. Nein, darüber lache ich nicht, nein, Heiko ist ja noch nicht so alt. Also, auf Platz der Open Teams, die Wikinger. Platz 3 mit einer Zeit, Gesamtzeit über 4 Wertungsläufe von 4,95. Das KSO-Team. Herzlichen Glückwunsch, kommt nach vorne. Was seid ihr denn? Yellow Submarine. Herzlichen Glückwunsch, komm nach vorne. Mit einer Zeit von 53,7. Herzlichen Glückwunsch, kommt nach vorne. Ihr habt gewonnen. Und die Hände in die Runde. Sehr schön.
auch, dass ein Köpfchen drunter bei dir. Alter, ist herzlichen Glückwunsch, unser Billy Boys. Und ich sag mal, see you later, bis zum Pfaffenteich. Ja? Ich hab gehört, ihr bastelt schon an einem Team, was schlagkräftig da mitmischen will. 250 Mix. Richtig. 34 Teams am Start. Ist ja schon ziemlich stark, oder? Ja. Und sich da ordentlich vorne zu platzieren, ist auch stark. Ja? Wir fangen an mit dem Sieger des Finals. Machen wir sozusagen ein F-Finale, ne? Das ist das erste Endfinale. Genau, erste Endfinale. Platz 34 bis 31. Und hier ist 31 da. Und damit Gewinner mit einer Zeit von 1:07.82. Beam me up aus Schwerin. Kommt der Teamkasten bitte nach vorne. Ich sag's dir was. Denk daran, die Deckel sind lose. Bleib vorne bitte, bleib vorne, bleib vorne. Also wenn ihr eure Pokale hochschmeißt, mal sehen, wie hoch die Deckel fliegen. Mit dem, ich nenne mal zweiten Endlauf. Das geht vom Platz 25 bis 30. Und mit einer Zeit von 1:07.88. Ein Team, was auch schon viele Jahre paddelt. Die blauen Kraken! Herzlichen Glückwunsch! Teamkapitän kommt nach vorne. Na gut, der kommt erst in Glück. Das muss die Zeit sein. Dürft auch gerne hier bleiben, also ihr müsst nicht weglaufen. Auf Platz 19 bis 24 wurde Sieger in den Rennen mit einer Zeit von 1:05.60. Flying Flamme aus Schwerin. Komm hoch, komm. Ein bisschen besser zu sehen. Sehr gut, herzlichen Glückwunsch. Weiter, ich glaube, das nennt sich der vierte Endlauf. Platz 13 bis 18. Und auf Platz 13 mit einer Zeit von 1:05.41. Die Wikinger! Herzlichen Glückwunsch, kommt nach vorne. Auf der Ralf muss unten stehen bleiben. So groß wie er ist. Ups. Herzlichen Glückwunsch, das ist euer Applaus. So Leute, und das B-Finale will ich jetzt mal schonen, bevor wir dann zum A-Finale kommen, okay? Auf Platz 12 eingefahren mit einer Zeit von 1:03.76. The Pier Knüppels aus Rostock. Auf Platz 11, die Zeit 1:02.92, Kinderstübchen Prenzlau. Auf Platz 10, die Zeit 1:02.78, Sternberger Fastinettin. Auf Platz 9, die Zeit 1:01.74, Elb Meadow Masters. Auf 8, die Zeit 1:01.62, Flying Turtles. Und der Gewinner des B-Finales.